Hallo liebe Scuderia-Freunde, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute mal ein bisschen anderes Thema. Ich wurde schon öfter angesprochen, wie ich dann meine Motovlog-Fahrvideos mache, mit welcher Ausrüstung, mit welcher Kamera. Und ich habe mir jetzt für die kommende Saison die GoPro Hero 9 Black geholt, die ein paar Vorteile gegenüber der 8er hat, die ich auch habe. Ich werde euch nachher mal so ein bisschen einen Vergleich zeigen und auch mal vielleicht mein Helm-Setup. Warum die 9? Die 9 hat ein paar Features, die für mich ganz interessant sind. Ich gehe da nachher nochmal ein bisschen im Detail drauf ein. Ich wollte jetzt erstmal anfangen mit einem Unboxing. Ihr seht, im Hintergrund sind noch ein paar andere Sachen, die ich als Zubehör gekauft habe. Werde ich euch auch erklären, warum. Aber packen wir vielleicht erstmal das Ganze aus. Ist jetzt ein bisschen anders verpackt als sonst. Man sieht es schon, es ist jetzt in einer Tasche drin. Und ich mache es einfach mal auf, das Ganze. Hier unten lässt es aufreißen, zack. Und dann haben wir das Ganze schon ausgepackt. Geht relativ fix. Ja, so sieht die Verpackung aus. Sehr schön, auch sehr stabil. Kann man also wunderbar als Transportmöglichkeit für die GoPro benutzen. Wenn wir das Ganze jetzt mal aufmachen, haben wir drin natürlich die Kamera, USB-Ladekabel, der neue Akku. Den gucken wir uns gleich mal an. Und dann noch die üblichen GoPro-Halterungen mit der Schraube. So, hier ist jetzt die Kamera. So sieht das Ganze aus. Das können wir ja mal auspacken. Die ganzen Kleber noch abmachen. So. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Großer Unterschied zu vorher, der fällt gleich auf. Erstmal natürlich die Größe, sie ist ein bisschen dicker geworden, auch etwas höher. Ich vergleiche das mal gleich mit der 8er und auch mit der 7er. Sehr, sehr schön ist, wir haben jetzt hier ein Frontdisplay, was auch natürlich ein Bild anzeigt. Also nicht nur zum Anzeigen der Kameradaten, sondern es wird auch das Bild angezeigt, was natürlich zum Ausrichten der Kamera ganz, ganz toll ist. Wenn ich die also am Lenker montiere, kann ich dann im Display ganz, ganz gut sehen, wie ich es ausrichten möchte. Ja, hinten das Display ist klar, ist etwas größer geworden. Wir können sie ja mal anmachen. Ne, können wir nicht. Wir müssen natürlich den Akku reinmachen. Akkufach wie immer an der Seite. Das ist jetzt der neue Akku, um doch einiges größer als der von der 7er und 8er. Ich zeige euch gleich mal einen Vergleich noch. Akku rein, zu das Ganze. Und jetzt müsste sie auch angehen, wenn es ein bisschen vorgeladen ist. Und da sind wir schon. Startbildschirm. Die GoPro-Begrüßung, die klassische Sprachauswahl machen wir mal Deutsch. Zustimmen. Okay. So, und dann muss man, und das ist jetzt wieder so eine Besonderheit bei GoPro, man muss jetzt die GoPro mit der GoPro-App ans Smartphone anschließen, damit die Einrichtung abgeschlossen werden kann. Das kann ich ja mal kurz machen. So, dann suchen wir mal jetzt die neue GoPro. Jetzt hat er sie auch gefunden. Da steht's. GoPro 9 Black gefunden. Kamera verbinden. Koppeln. Und jetzt hat die Kamera gepiept und die Einrichtung ist abgeschlossen. So, Smartphone kann wieder weg. So, wir haben dann wie üblich bei der anderen, bei der 8er und bei der 7er hier das Menü. Also hier ist es eher wie bei der 8er, bei der 7er war es noch ein bisschen unterschiedlicher. Mal hier unten raufklicken. Gut, jetzt will er erstmal die ganzen Einstellungen haben. Kann man dann hier in die verschiedenen Modi gehen und dann die ganzen Einstellungen vornehmen. Da gehe ich jetzt mal nicht drauf ein, das wird dann vielleicht ein bisschen zu umfangreich. Aber was bei der Kamera interessant ist, sie macht 4K mit 60 Bildern pro Sekunde. Und was bei der Kamera sehr schön ist, da haben wir das Ganze, ist der Screen an der Vorderseite. Man sieht jetzt hier meine Kamera, kann man also wunderbar die Kamera ausrichten. So,
Dann machen wir sie mal wieder aus. So, also was bei der Hero 9 für mich jetzt ganz interessant war, ist längere Akkulaufzeit, weil wir einen größeren Akku haben. Der Frontscreen, um mich im Bild ausrichten zu können, wenn ich die Kamera am Roller montiere. Dann natürlich das Horizon Leveling, finde ich sehr interessant. Das heißt, die Kamera wird dann automatisch den Horizont ausgleichen. Das werde ich in einem Fahrtest nochmal genau probieren und euch mal zeigen, wie das dann aussieht. Also einige Funktionen, die sehr, sehr interessant sind. Für bestimmte Sachen braucht man aber jetzt Zubehör. Das habe ich mir auch gleich geholt. Gerade das Horizon Leveling funktioniert am besten mit dem Max Lens Mod. Also es gibt hier einen Vorsatz. Das ist dieser hier. Dieser Lens Mod wird vorgeschraubt vor die Linse, erweitert dann das Sichtfeld. Das heißt, wir haben einen noch größeren Weitwinkel, was natürlich für Motovlogging immer sehr interessant ist. Den können wir ja auch mal kurz auspacken. Okay, der ist noch komplett zu. Jups. So. Viel Verpackung. Wo ist er? Da ist er. Ah ja. Kleines Tuch noch mit dabei. Zum Saubermachen. Ja, eine sehr schöne Verpackung. Ist so ein bisschen gummiert. Und da sieht man es schon. Das Ganze wird dann nachher raufgeschraubt. Gucken wir uns gleich mal an. Das kann erstmal alles weg. So, wir können also jetzt die Linse hier oben drehen. Bis zu dieser Position. Dann abnehmen. Und austauschen gegen den Lensmod. Wir können ja mal das Gummierte drauflassen. Die Ausnehmung hier genau aufsetzen. Das Ganze dann drehen. So, muss man ein bisschen Kraft aufwenden. Ja, dann sieht das Ganze so aus. Und natürlich ein bisschen dicker. Ein bisschen schwerer ist die Kamera auf jeden Fall auch. Aber wir haben halt einen viel, viel größeren Weitwinkelbereich. Und wir haben halt die Möglichkeit, über das Horizon Leveling den Horizont gerade auszurichten. So, jetzt kommen wir noch zu einem ganz wichtigen Unterschied der 9er. Ein bisschen ein kleines Manko. Wir hatten ja immer bei der 8er und auch bei der 7er die Möglichkeit, über den USB-C-Ausgang hier unten den Audioadapter anzuschließen und dann dort ein externes Mikrofon zu nutzen. Das funktioniert bei der GoPro 9 nicht mehr. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein externes Mikrofon anbauen möchte, brauche ich den Media Mod. Also noch ein Zubehörteil, was man erwerben muss. Ich mache mal die andere Linse wieder ran, damit wir auch den richtigen Größenvergleich haben. So, da ist das Ganze. Also ganz, ganz wichtig, wenn ihr euch die GoPro 9 holt, funktioniert der Audioadapter nicht mehr. Ihr braucht also den Media Mod, wenn ein externes Mikrofon angebaut werden soll. Das können wir uns auch mal anschauen. Ich packe mal den Lens Mod wieder ein. Das ist wirklich schön gemacht hier mit dieser Silikonverpackung. So, also wir hatten das bei der 8er auch schon. Das hier ist jetzt ein 8er. Da sieht man es. Bei der 8er aber gab es die Möglichkeit über diesen Anschluss. Ihr seht, ich habe hier so einen Ulanzi-Abdeckung mir geholt, die den unteren Bereich freilässt. Wenn man die Originalklappe hat und möchte diesen Port hier, den USB-C-Port, nutzen, dann wäre die Klappe offen, ja, weil es komplett verschlossen ist. Das macht natürlich beim Motorradfahren gar keinen Sinn, weil dann ist der Akku offen, kann verrutschen, die Kamera schaltet sich aus, die Speicherkarte ist offen, das wäre da alles nicht mehr feuchtigkeitsgeschützt. Deshalb habe ich mir diesen Deckel geholt und da ist dann wirklich nur im unteren Bereich der USB-C-Anschluss frei. Aber auch da gab es die Möglichkeit, über den Media Mod die Kamera hier reinzumachen, zuzumachen. Dann hätte man vorne und hinten ein zusätzliches Mikrofon. Machen wir mal aus, die bauen wir jetzt nicht an. Und haben im hinteren Bereich dann die Anschlüsse USB-C, HDMI und den Mikrofonanschluss. Das heißt, wenn ich die Kamera dann so am Helm befestige, habe ich immer die Möglichkeit, hier hinten, ohne jetzt einen Zusatz
Adapter nutzen zu müssen, der ja fast genauso viel kostet wie der MediaMod. Und da ist der MediaMod durch das Mikrofon und die Zusatzanschlüsse natürlich praktischer. Kann ich dann direkt das Mikrofon hier hinten anschließen. So war das bei der 8er. Bei der 7er, die habe ich hier. Das ist die GoPro 7. Da war das nicht. Da musste ich halt wirklich dann mit diesem Adapter arbeiten. So, jetzt zeige ich euch mal so einen Größenvergleich von den drei letzten Versionen. Wir haben hier die 7, die 8 und die 9. Bei mir sind die Kameras durchnummeriert. Das hat so ein bisschen den Sinn, weil ich mit mehreren Kameras und mehreren Perspektiven arbeite, um so ein bisschen Überblick zu behalten, welche welches macht. Und man sieht es hier schon recht deutlich. Die 7 war die kleinste, dann kommt die 8 und dann die 9. Aus verschiedenen Perspektiven sieht man, sie ist länger geworden, die 9er. Natürlich auch schwerer, also wenn man die jetzt anhebt und am Helm hat, wiegt die natürlich mehr. Bessere technische Features, auch in der Höhe, wenn man es von der Seite sieht, ist sie ein bisschen höher geworden. Das Display ist aber auch größer geworden als bei den vorherigen Versionen, was ganz schön ist. Ja, bei der 8er war die Optik vorne fest, wenn die also kaputt geht, konnte man sie nicht austauschen. Bei der 7er war das noch auswechselbar und bei der 9er haben sie jetzt wieder das Ganze auch zum Auswechseln gemacht. So einen Vergleich wollte ich euch noch mal zeigen. Das ist der Akku, der jetzt mehr Laufzeit hat, dementsprechend natürlich auch größer ist. Hier ist der Größenvergleich vom alten Akku zum neuen. Man sieht, der ist ein bisschen höher, ein kleines bisschen dicker, wiegt natürlich auch mehr. Aber der große Vorteil, längere Laufzeit. Das finde ich schon sehr, sehr gut. Dann braucht man den Akku nicht so oft wechseln. Macht also durchaus Sinn. Eine gute Neuerung. Um jetzt bei der GoPro einen guten Sound zu kriegen, ist es natürlich sinnvoll, ein externes Mikrofon anzuschließen, was dann im Helm positioniert wird. Das kann ich hier über USB-C und den Adapter, den es ja für die GoPro gibt, nicht mehr machen. Der funktioniert bei der 9er nicht. Ich brauche also definitiv das hier, nämlich den MediaMod. Also nochmal ein Zubehör, was man sich anschaffen muss, um ein Mikrofon zu nutzen. Auch den packen wir mal aus. Alles noch schön verklebt. Ah, auch hier wieder eine Halterung mit dabei. Sehr schön. Dann natürlich die Schraube zum Befestigen. Das ist noch so ein kleiner Windschutz. Das ist ganz praktisch, wenn man das jetzt zum Bloggen nimmt und in der Hand hält. Das kann weg. Ja, und so sieht das Ganze aus. Das ist jetzt der MediaMod. Auch der natürlich wieder, ich nehme mal den von der 8er. Zum Vergleich, auch der natürlich größer etwas. Und eins hat sich verändert, wir haben jetzt die Anschlüsse, die hier vorher offen waren, was natürlich immer so ein bisschen, gerade Motovloggen, man ist draußen, man kriegt vielleicht mal Feuchtigkeit ab. Die sind jetzt mit kleinen Klappen verschlossen, das finde ich ganz praktisch. Die Anschlüsse liegen also verdeckt hinter einem Gummianschluss. Ja, der Rest ist gleich geblieben. Hier oben ist das Mikrofon, das externe. Powerknopf. Und das brauchen wir jetzt, um, ich habe es eben schon gezeigt, hier ist der Mikrofonanschluss, dann der USB-C und hier oben müsste HDMI sein. Den Anschluss brauchen wir jetzt, um ein externes Mikro anzuschließen. Also notwendigerweise, leider nicht mehr der Adapter möglich, den ich natürlich auch habe für die 7er, aber jetzt brauchen wir den MediaMod. Wie bei der 8er wird er einfach an der Seite geöffnet, Kamera dann reingeschoben. Die Klappe muss man hier vorher abmachen, damit der Anschluss frei ist. Das kann man einfach oben abziehen. Das geht ganz schnell. Dann wird die Kamera in den MediaMod eingeschoben, eingeklickt, Deckel zu. Und so sieht das Ganze dann aus. Ist vom Gewicht jetzt schon, also ja, ich muss das mal am Helm testen. Das wiegt doch schon einiges mehr als die GoPro 7, die ich vorher benutzt habe. Also ist schon ein bisschen wuchtiger.
Aber gut, die Qualität ist besser. Wir haben dann hier diesen Windschutz, der raufgeklackt wird. Und dann sieht das Ganze schon richtig groß aus. Wie die Qualität ist, das werde ich dann nochmal bei einem Fahrtest überprüfen, ob da jetzt Veränderungen zur 8er und zur 7er sind. Ich nehme an schon, gerade das Horizon Leveling finde ich sehr interessant. Aber mal gucken, wie sich das am Helm anfühlt. Das ist schon recht schwer und wuchtig. Also das zieht vielleicht dann vorne doch schon ein bisschen nach unten. Vielleicht noch ein paar Infos zu der Halterung, die ich benutze. Da habe ich zwei verschiedene. Ich habe einen festen Helm fürs Motovloggen mir eingerichtet, der einen fest verbauten Anschluss vorne hat, an dem die Kamera befestigt ist. Es gibt auch was ganz Praktisches. Das packe ich euch mal in die Beschreibung unten rein. Und zwar das hier. Das ist eine Clamp, die man öffnen kann. In den vorderen Helmbereich unten in den Kinnbereich reinklemmt. Ist auch schön gummiert, also da wird jetzt auch nichts zerkratzt. Das hält auch sehr gut. Und hier vorne wird dann einfach die Kamera montiert. Ganz, ganz praktische Sache. Ohne jetzt die Helmhalterung, den Gurt hier müsste man natürlich dann abmachen, ohne jetzt die Helmhalterung am Kinn fest zu befestigen. Das wird ja meistens angeklebt. Ich habe es mit so einem Kleber gemacht, mit Sugru, das ist so eine Art Knetkleber. Und das bleibt natürlich. Also das, wenn man das jetzt an einem teuren Helm macht, möchte man vielleicht nicht. Und hier hat man eine schöne Lösung, um schnell mal die Kamera ranzumachen, was zu drehen und wieder abzumachen. Packe ich euch mal unten rein den Link. Finde ich ganz, ganz praktisch. Kostet nicht viel. Tolle Halterung für die GoPro am Helm. So, liebe Scuderia-Freunde, das war es mit der Vorstellung der GoPro Hero 9, die ich in der nächsten Saison für meine Motovlogs nutzen werde. Auch das Zubehör. Bin ich schon sehr gespannt, wie sich das jetzt im Praxistest mal auswirkt und wie die neuen Funktionen der Kamera sind. Ich mache vielleicht auch mal einen Test zur 8 und auch zur 7, die ich ja bisher benutzt habe. Ja, wenn ihr Fragen dazu habt, einfach mal einen Kommentar unten reinmachen. Ich freue mich natürlich auch sehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Bitte nicht vergessen, die Glocke hier unten anzuklicken, weil dann bekommt ihr immer eine Nachricht, wenn ein neues Video online ist. Vielen Dank auch nochmal an alle, die den Kanal schon abonniert haben. Das hilft mir natürlich sehr weiter. Ja, fahrt weiterhin vorsichtig, solltet ihr bei diesem kalten Wetter noch fahren. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche beim nächsten Video. Bis dann, macht's gut, tschüss.